In vielen Betrieben muss der wesentliche Jahresurlaub zu Jahresbeginn bereits festgelegt werden. Gilt das auch zu Corona-Zeiten, wo keiner so genau weiß, wo darf ich hinfahren, wann darf ich verreisen und wie sind meine Rechte und Pflichten? All diese Fragen, vor allem in Kurzarbeit, beantworte ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir dieses Video gefallen, lass ein Abo da, da bekommst du immer spannende neue Rechtsnachrichten frisch auf den Tisch. Urlaub ist 2021 wieder eine ganz besondere Sache. Darf ich überhaupt verreisen? Sind wir in Deutschland mittlerweile Risikogebiet? Wohin darf ich verreisen? Wie soll dann die Jahresplanung aussehen? In vielen Betrieben muss ja der Urlaub zu Jahresbeginn festgelegt werden. Muss ich also jetzt meinen Urlaub beantragen? Grundsätzlich gibt es dazu keine gesetzliche Pflicht. Es reicht 14 Tage vor Urlaubsantritt aus, wenn ich meinen Urlaub beantrage, insofern in Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag nichts anderes steht. Darf der Chef mich dazu zwingen, alle meine Tage zu verplanen? Auch das nicht. Es ist also arbeitsrechtlich wie eine Abmahnung oder Kündigung nichts zu befürchten. Aber ich habe dann eben tatsächliche Schwierigkeiten, denn der Arbeitgeber hat ja das Bedürfnis, seine Mitarbeiter zu planen, man vertritt sich wechselseitig, es kann nicht eine ganze Abteilung in Urlaub sein, man muss halt schauen, dass immer jemand da ist und der Betrieb funktionsfähig bleibt. Sollte ich also jetzt meine Urlaubstage nicht verplanen, kann es sein, dass ich eben gerade während der Schulferien oder Weihnachtszeit oder Brückentage, dass die Sachen alle schon vergeben sind und der Chef sagt dann, hier guckst du in die Röhre, hast dich zu spät entschieden, musst andere Urlaubstage nehmen. Von daher ist viel Kommunikation wie immer auf der Arbeit und woanders da die richtige Lösung. Was ist aber denn während Kurzarbeit? Es ist also so, wenn ich in der Kurzarbeit bin, wird die Kurzarbeit entsprechend auf den Urlaub angerechnet, also kürzt meinen Urlaub. Bin ich also zum Beispiel im Monat Januar Kurzarbeit 0, kürzt sich mein Urlaubsanspruch um 1/12. Wenn ich jedoch während der Kurzarbeit Urlaub habe, bekomme ich kein Kurzarbeitergeld, sondern ganz normal eben das Urlaubsgeld, also das Gehalt ganz normal weiter ausgezahlt. Darf ich meinen bereits gebuchten Urlaub verschieben? Das ist grundsätzlich dann dein Pech als Arbeitnehmer, wenn du schon vielleicht für den Sommer eine Reise gebucht hast. Wenn der Urlaub beantragt und genehmigt ist, dann bleibt es so. Einseitig kannst du natürlich deinen Urlaub stornieren, aber die Urlaubstage musst du dann nehmen. Auch hier hilft ein Gespräch mit dem Arbeitgeber, denn in diesen besonderen Zeiten gibt es wohl kaum einen Arbeitgeber, der nicht gesprächsbereit ist und Verständnis hat. Auf der anderen Seite, spiegelbildlich, darf denn ein einmal genehmigter Urlaub wieder gestrichen werden? Grundsätzlich nein. Genehmigt ist genehmigt, da muss man sich auch als Arbeitnehmer darauf verlassen können, denn man verursacht ja Kosten, man plant mit der Familie und man freut sich auch letztendlich drauf. Nur in ganz extremen Ausnahmefällen darf der Chef den Urlaub streichen, nämlich dann, wenn jetzt hier zu Corona-Zeiten auf einmal zum Beispiel die halbe Belegschaft Corona infiziert ist und alle müssen in Quarantäne, alle sind krank zu Hause und die Fortführung des Betriebes ist gefährdet. Dann dürfte der Chef deinen Urlaub streichen, aber auch da hat man wahrscheinlich dann als Arbeitnehmer ein Stück weit Verständnis für. Also in diesen Zeiten müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wie wir alle, zusammenrücken, redet miteinander, dann findet man eine vernünftige Lösung. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.